Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video hier bei Freekickers. Ihr seht schon, ungewohnte Umgebung für uns, denn wir sind beim Athletikum hier in Hamburg vom UKE und werden untereinander mal schauen, wer ist der Fitteste von Team Freekickers. An dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an 1&1, die das Video überhaupt ermöglicht haben. Und wenn du sagst, ich will vielleicht auf das Niveau von Freekickers kommen, dann check mal den Link ab. Dort gibt es von 1&1 die All-Net Flat mit der Galaxy Watch 3 und dem Samsung S21. Und ich würde mal sagen, wir legen mal direkt los. Okay. Time to shine! Wir zwei vertreten die Generation Netflix. So unfit wirst du, wenn du ein Jahr Netflix schaust. Genau. Sind wir los? Zu nervös? Natürlich. Das ist absolut. Wir haben Zeit. Warm, schwindelig. Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Was geht ab? Wir werden gleich erstmal den Fettgehalt von euch bestimmen. Mal gucken, was da so Phase ist. Und dann geht es hier auf schöne Laufbahn. Da machen wir einen Test mit Laktat, mit Spiroergometrie, um dann mal zu schauen, wo die Leistung so steht. Da mit den Pferden da unten an die Leiste ran. 1,74. Ja! 1,83. Knappe 1,73. Ja, steht auch im Perso. Genau wie Messi. 1,81 sind die. Als ob. Ja, ist doch wirklich. Schau mal. Müssen wir vielleicht beim Ausweis ändern. Und dann mit den Füßen auf diese metallenen Dinger, genau. 82,8. Jetzt fließt ein bisschen Strom durch. Daran kann man dann berechnen, grob so der Flüssigkeitshaushalt liegt. Ich sag mal so, für Netflix und Chill ja. Geht 15 fit. Also bis jetzt und zumindest Platz 1 unter dem ersten Teil gemessenen. Was ist dein Ziel? Die erste Stufe zu überleben und da nicht den 200er Puls schon zu knacken. Ich glaube, wenn ich 16 erreiche als Torwart, ist das schon auf jeden Fall was Anständiges. Eben meinte noch, kann ich auch auf meinem Porsche da drauf fahren. Grüße an React Martin, wenn du das siehst. Du siehst gut aus. Ich hoffe, das ist stabil, weil ich werde erst aufhören, wenn mich meine Beine nicht mehr tragen. Ich starte schon mal laufen. Ich habe jetzt mein Training gestartet, sehe jetzt gleich, wenn ich laufe und ab und zu gucke halt meinen Puls. So einmal festhalten, ich muss mich so randrücken. Was ist denn hier los? Bist du nervös? Natürlich. Oh. So, Achtung, Pix. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. No joke. Das letzte Mal, glaube ich, vor einem Jahr Job gewesen. Von daher. Jetzt geht's los. 10 km/h, let's go. 10 km/h, ganz entspannt. Aber jetzt alle 4 Minuten wird es 1,5 km/h höher, ne? Korrekt. Ja. Festhalten. Und Pause, sehr schön. Lukas ist ja durch seine Road to Pro-Reihe schon gut im Training. Bin ich mal gespannt. Das ist Sauerstoff irgendwas? Selbst genau, das ist die absolute Sauerstoffaufnahme. Das ist die Ventilation, wie viel Liter Luft er pro Minute an- und ausatmet. Sehr schön, und Pause. Jawohl. Ja, dann kommst du weiter. Ich versuch, so wenig zu reden wie möglich. Ist auf YouTube vielleicht nicht das Beste. 13 km/h, 4 Minuten. Ganz easy. Dem geht's gut, der kann noch Späße machen. So. Genau, schön durchatmen, machst du richtig gut. Sehr schön. Ich genau. Durch die Nase keine Luft. 14,5, 4 Minuten. Noch weiter geht's. 3, 2, 1. Komm, rechte Hand und runter. Ja, genau so, sehr schön. Achso, ETBD. Der Junge hat einen Laktat- und Sehtest gleichzeitig gemacht. Der ist einfach Wahnsinn. Der Puls so hoch und dann das Laktat. Mein Körper schafft es halt nicht mehr abzubauen, dann machen die Muskeln schlapp. Also noch hat es nicht so schlimm wehgetan. 60 km/h, ganz stark, komm. Komm Jan, die Jungs sind hier. Also 16 km/h momentan, Martin 200er Puls, also er ist schon am Pumpen. Nee, komm! Sehr schön, sehr schön. 2, 1, und Pause. Pause oder Ende? Noch ein bisschen. Willst du noch mal? Probier's. Willst du gleich noch mal anfangen? Nee, ist vorbei. Hätte ich noch ein bisschen länger gemacht, dann wäre auf jeden Fall kurz in der Maske gewesen, sag's euch. Also es war wirklich Grenze bei mir.
17,5. Wenn du Bescheid sagst, bei 1,30. 4 Minuten. Komm, alles auf die Hände. Oh, weiter, weiter, Junge, weiter, Junge. Komm, weiter, 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 vor, vor. Okay. Mir fehlen die Worte. So im Sack bin ich. War auf jeden Fall anstrengend, aber für die lange Corona-Lockdown-Zeit ist es okay. 16 war mein Ziel, 17 habe ich gepackt. Für einen Goalkeeper ist das doch, denke ich, ganz ordentlich. Weiß dich rein, jawohl! 2,40 hast du, komm, 1 Minute 20 gelaufen. Komm, check, check! 2, 1 und komm, ganz toll, ganz toll. Muss nochmal stechen? Ja, stich, Bruder. Boah, ein Schwindel. Jetzt mal, Boy. Ich bin so stolz auf den Ring. Los ins Eisbecken. Was jetzt vielleicht im Profifußball bei so einer Testung erreicht wird, also wenn man da schon mal im Bereich von 17,5 km/h kommt, dann ist das schon mal ein ganz guter Wert. Genauso bei dieser Sauerstoff, maximalen Sauerstoffaufnahme, die natürlich sehr wichtig ist. Denn da sollte auf jeden Fall das oberhalb von 50 sein, damit man das schon mal als ganz okay und gut klassifizieren kann. Wer da eine 55, 56 hat, das ist schon mal gut. Bin anscheinend noch beim 130er-Puls stark. 196, jetzt aber 126. Man merkt, dass ich was gemacht habe. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich denke mal, der eine oder andere war mit seinem Ergebnis zufrieden. Bei mir war es auf jeden Fall der Fall. Punkt, Landung. Und ich denke, wir haben auch einen Gewinner, oder Jungs? Würde ich schon sagen, ja. Also der Einzige, der auch die 17,5 durchlaufen konnte. Also und Respekt erstmal dafür. Sau stark. Wille geht alles, aber ich war auch echt am Ende. Also es war echt krass. Ja. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal an 1&1. Wenn ihr auch diese Smartwatch haben wollt, checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung aus für den speziellen Tarif. Sonst bleibt auch in dieser Zeit gesund und sportlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.